Hey. Hallo. Ich habe große Angst. Ich habe mich bei Slender zwischenzeitlich gedrückt. Das muss ich ja auch noch spielen. Jetzt hat mir Bisher noch Martin gedrückt, ja. reingerieben. Ich muss das hier mit ihm spielen, SCP-87. Und Daniel, der sein Fels in der Brandung war, als ihr Slender gespielt habt, weigert sich, das hier zu Der hat spielen. irgendwie 10 Sekunden Video gesehen und meinte, er packt das nicht an. Und jetzt bin ich nicht unbedingt der Mutigste, was Horrorspiele angeht. Ich bin noch ein größerer Schisser als Martin. Siehst Das du, Mike, heißt, ich freue mich irgendwie gerade, dass du vielleicht noch mehr Schiss hast als ich bei Slender. Aber das Spiel fängt damit an, das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil man kann das ja nur starten und da muss man die Aufnahme losgehen, damit, dass die Tür hier hinter uns zufällt mit einem lauten Rums. mit einem lauten Rums. Ich habe da schon fast einen halben Herzkasper bekommen. Geschrien wie ein kleines Mädchen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach los und Scheiße. Boah, man kann halt überhaupt nicht gucken. Man kann nichts sehen, ne? Also man kann immer nur so ein paar Meter. Zumindest schon mal ein Treppengeländer. Ich weiß nicht, ob ich lieber da am Geländer gehe oder lieber an der Wand. Guck auf jeden Fall immer Richtung Unbekannt. Das SCP steht irgendwie für Secure Containment Breach. Da gibt es irgendwie auch so eine Webseite zu. Das ist irgendwie so ein, hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Und das Spiel basiert praktisch auf dieser Webseite, auf diesen Geschichten von dieser Webseite. Ich habe mir das noch nicht genau angeguckt, werde ich aber mal machen. Das sind Schritte, oder? Alter. Irgendwelche Schritte hier. Geh mal weiter einfach. Psst. Geh mal nicht so langsam. Ja, Alle. aber wenn von was von hinten kommt. Du sollst mir doch nicht sowas erzählen, da kann doch nichts von hinten kommen. Schritte werden laut, oder? Mein Kopfhörer sind viel zu laut. Warum gebe ich mir das? Ist das vielleicht einfach nur das, irgend so ein verspätetes Echo von uns? Nee, nee. Ist so gleichmäßig, ne? Gehen die uns entgegen oder gehen die von uns weg? Es bleibt gleich laut. Man bewegt sich auch so ein bisschen träge. Vor allem, wenn man so ein bisschen hängen bleibt, dann. Sag mal, wie tief sind denn wir hier jetzt schon unten? Vielleicht waren wir auch in einem Turm oder so. Bestimmt der Weg Da nach schnauft draußen. irgendwas. Hörst du das? Nee, nicht so richtig. Lauter, oder? Also das Atmen wird auf jeden Fall lauter. Ich will mich ja halt gar nicht umdrehen und nach oben gucken, weil wenn ich was von euch von Slender gelernt habe, dann niemals umdrehen. Das stimmt auch nicht ganz. Ich höre jetzt hinter mir total laut so ein Schnaufen. Guck mal zwischendurch, wo du herkommst. Bist du doof? Warum spielen eigentlich zwei Schisser das? Wir bräuchten immer Ich, ja. einer, der halt noch irgendwie. Vor allem halt zwei unbewaffnete Schisser. Fuck.
geknackt. Warum die Schritte? Warum waren überhaupt Schritte am Anfang? Das Atmen ist total laut geworden. Wie tief geht denn das? Was machen wir hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich merke, ich werde gerade so ein bisschen so das Gegenteil von schneeblind. Durch dieses immer in die Schwärze gucken, ja, sehe ich die ganze Zeit schon irgendwelche Formen in der Dunkelheit. Fuck me. Man, entschuldige meine Flucherei, aber... Wir wissen halt auch nicht... Man weiß auch nicht, was man hier machen soll, oder? Gibt's ein Ziel oder so, wissen wir halt nicht, ne? Es kann natürlich sein, dass man einfach nur so lange runtergeht, bis man den tödlichen Erschrecker kriegt. Das kann es ja nicht sein. Es muss doch irgendwie schon die Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Das ist doch schon mindestens 30 Etagen, oder? Kann es atmen von hier? Da, nee, da tropft irgendwas. Ich meine, das war was rumgehaucht. Ich bin's nicht. So funktioniert Suspense, Mann. Ey. Das war jetzt ich. Mir langt's eigentlich gleich schon. Weil ich kann nicht lang in so einer verkrampften Haltung. Ich bin gerade froh, dass ich nicht spielen muss. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir hier die sind, die spielen. Oder ob wir hier nur das Spielzeug sind. Boah, Alter. Was? Hast du es gehört? Ja. Das war gerade wieder so ein Knacker. Das ist, glaube ich, aber vielleicht vom Computer. Das andere war eben so ein Atemhauch, oder? Also ich höre dieses Gehauche und so ein... Oh, fuck. Ey, was sich in mir, in meiner Fantasie gerade zusammenbaut, was da auf uns wartet. Oh Gott. Hast du es gehört? Ja, was denn? Hörst du das? Das hat gerade geruckelt. Ich glaube, der lehrt gerade. Mein Computerspielerhirn warnt mich, dass jetzt hier gleich was kommt. Der hat eben so. Hörst du das? Ja. Das Atmen. Ja. Alter, kann sein, dass. Sind wir gerade größer geworden? Oder ist das alles. Wird das schmaler? Oder sind wir höher? Das sieht anders aus, oder? Das, Mann, hier tropft irgendwas runter. Na! Was denn? Ich guck nicht irgendwo so komisch plötzlich hin. Oh Mann. Das
sieht doch echt anders aus, oder? Das bilde ich mir doch nicht ein. Das ist doch jetzt schmäler. Und wir sind irgendwie höher oder größer oder so. Nennt man das Vertigo? Irgendjemand atmet hier rum. Hörst du das? Ja. Weißt du, was das Geile ist? Hörst du diese blöde Lüftung im Hintergrund? Ja. Das wird wieder das sein, was ich heute Nacht höre, nämlich in Form meines Kühlschranks, genau wie bei Paranormal Activity. Ich kann wieder nicht schlafen, dankeschön. Fuck. Bei Slender, Nacht danach bin ich dreimal mit Albträumen aufgewacht, als ich das erste Mal Slender gespielt habe. Wir dürfen das heute nicht zu lange spielen hier. Jetzt geh ich kaputt. Ja, just say the word und ich stehe auf und gehe. What the fuck? Meine Fresse! Oh Gott! Ja, damit kann ich nie wieder im Internet mit irgendwem streiten, weil es gibt ein Video, wie ich gerade eine Panikattacke hatte. Fuck. Martin, wie lange muss ich das noch spielen? Ich ertrage das nicht mehr lang. Geh weiter einfach. Ich kann gerade echt nicht mehr, so wirklich lang. Das schaffst du schon. Nee. Ich bin hier, komm. Ja, du kannst aber nix. Natürlich. Du hast so viel lauter geschrien. Es war nur ein Schatten. Ach Gott. Alter, das macht mich fertig, glaube ich. Wenn der Schatten mich schon so ruiniert hat. Wie weit muss ich noch? 10 Etagen. 10 Etagen, okay. Also dann ist, und dann vielleicht mehr, wenn es dann nicht vorbei ist. Definiere vorbei, Spiel oder ich? Eins von beiden halt. Ist halt schon. Das wird schon. Gar nicht hatten, war so dieser der eine Frame aufblitzen von irgendeinem Monster, was mich beim Horrorfilm immer fertig macht. Ach. Noch 8. Boah, das ist geatmet. Was ist da vorne? Das Licht. Fuck, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesicht, schau mich an. Das ist ein Gesicht. Ich kann da nicht. Alter, ich kann da nicht. Ah, ich kann da nicht näher hingehen. Geh weiter. Alter, nein, ich. Das ist irgend so ein Slenderviech, irgend so ein großes Tier oder was? Geh einfach weiter, geh mal schnell hin. Nein, nein, dann geht's bestimmt weg. Nein, nein, nein. Spiel ist abgestürzt, oder? Ich glaube, weiß ich nicht. Oh Gott! Seid ihr irre! Seid ihr bescheuert! War das jetzt so gedacht? Ist das Spiel abgestürzt oder sollte das so sein? Ich weiß es nicht. Alter! Wie lang war das jetzt? Das hat sich angefühlt wie 4 Stunden. Oh Gott! Ich bin ganz froh, dass ich nicht gespielt habe. Das ist, glaube ich, noch ganz schön ekliger. Oh. Ich weiß nicht, gibt es denn überhaupt ein Ziel? Hat das einen Sinn? Das hat die Frage. Weil wenn... Bei Slender weiß man ja, man muss diese 8 Seiten einsammeln. Ja. Und dann kann man sagen, man versucht es halt nochmal, wenn man 5 Seiten kriegt. Ich weiß nicht, versucht man das, den Quatsch überhaupt nochmal? Will man da nochmal rein? Ich nicht, aber eigentlich müsstest du halt nochmal. Wie, ich muss nochmal? Ich will ja auch nicht, da muss ich ja zugucken. Oh Gott. Also wir würfeln eben mal aus, ob wir nochmal SCP-087 probieren, ob wir... die B-Variante probieren, ob wir überhaupt noch mal hier irgendwas probieren. Ich habe Slender jetzt nicht geguckt, ja. Aber ist das gleich schlimm, schlimmer? Also mich hat das gerade echt in der Substanz... Es ist anders schlimm, aber es ist ungefähr, also gefühlt gleich schlimm. Slender, was ich mir da gespielt habe, hast ja unsere Schreie zumindest ein paar Mal gesehen. Ja. Boah. Also wir gucken mal, was wir machen. Wenn ihr uns nie wieder seht, dann wisst ihr warum.
Aber vielleicht Alter, die Sache mit dem Gesicht gerade eben, das, wenn du es halt schon so kommen siehst, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Also. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.